vielen Dank und herzlich willkommen zum Expertenpanel Programmatic. Wir haben ein Glück, dass es ein recht freies Thema ist und vielleicht zu anderen Themen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch zwischendurch Fragen in alle möglichen Richtungen zu besprechen, zu beantworten und auch Themen abzugreifen, die vielleicht sonst nicht abgedeckt sind. Also wenn jemand eine Meldung hat dazwischen, hier gibt es immer zwei, drei, die mit dem Mikrofon rumlaufen, einfach denen kurz Bescheid geben und dann kann jeder sich zwischendurch auch gerne melden. Ansonsten freut es mich, euch hier alle auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Wir haben eine relativ breite Masse versucht aus dem Markt. Wir haben relativ viel von den Agenturen, aber auch Dienstleister, Technikdienstleister, Publisher, Vermarkterseite. Von daher ist das eine spannende Runde. Für uns herauszufinden, was sind so die Trends und Herausforderungen für dieses Jahr, was ist auch im letzten halben Jahr gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was sollte kommen, was erwartet jeder so von dem Markt, sodass wir in einem Jahr dann ungefähr wissen, wo stehen wir, was hat sich seitdem getan, wie hat sich die Branche entwickelt, haben wir uns Versprechen eingelöst, die wir Richtung Transparenz, Qualität, Einfachheit den Advertisern auch mitgegeben haben, tatsächlich erreicht. Von daher würde ich dann erstmal so mit dem guten Thema anfangen, mit dem einfachen Thema. Der Markt entwickelt sich nach wie vor hervorragend. Der gesamtdigitale Markt wächst um 8-9% jedes Jahr. Der programmatische Markt wächst noch größer. Der wächst zweistellig jedes Jahr. Wir haben inzwischen nahezu 50% Abdeckung in verschiedenen Märkten vom programmatischen Anteil in der digitalen Gesamtwerbung. Von daher wächst es eigentlich hervorragend. Alles läuft brillant und es könnte eigentlich nicht besser sein. Von den Zahlen her, wenn man sich im Detail anschaut, wenn man auch die Presse verfolgt, hat man so das Gefühl, das ist gar nicht so tatsächlich. 60% aller Nutzer wollen keine Cookies, Datenschutz, Adblocker ist ein Riesenthema, es gibt Datenskandale rundum, keiner möchte eigentlich Werbung sehen. Auf der anderen Seite sieht es also gar nicht so glücklich aus. Das heißt, was können wir tatsächlich tun? Für mich da interessant zu wissen, für jeden von euch einfach mal, dass er einfach nochmal kurz sagt, wie hat er jetzt das letzte halbe Jahr gesehen, wie hat der Markt sich so entwickelt aus seiner Sicht heraus, so aus der Firma heraus, was sind so Erwartungen, die an denjenigen an den Markt gestellt haben, wie weit haben die sich tatsächlich erfüllt. Möchtest du außen anfangen, dass wir kurz dann schauen, wie war für euch so das letzte halbe Jahr, die letzten 3-4 Monate, was waren so die Erwartungen der Kunden auch an euch und wie weit haben sich die erfüllt oder was hat sich auch nicht erfüllt? Ja, also ich würde sagen, Programmatic ist da und vor allem auch eine sehr großen Ernsthaftigkeit, eine sehr großen Professionalität. Ich glaube, darum ist die Veranstaltung auch so groß, da erzähle ich keine neuen Dinge, aber das nehmen wir tatsächlich auch wahr. Das ist in den Shares der Fall, das ist in den Strategien der Fall. Wir haben gerade Maike Abel gehört, das ist in den Unternehmen angekommen. Man kann mit den Kunden sehr ernsthaft über Programmatic reden und die Kampagnen sehr erfolgreich umsetzen. Das merken wir in unserem Share, das merken wir darin, dass zunehmend auch neue Kanäle hinzukommen. Es ist nicht mehr ein reines Display-Thema, auch kein reines Digital-Thema im klassischen, engeren digitalen Sinne. Wir haben neue Kanäle, wir haben Audio, was immer größer wird. Wir haben erste zarte Ansätze bei Out of Home und auch TV. Das sehen wir ganz, ganz stark, aber wir sehen natürlich auch, wir stoßen an gewisse Hürden. So groß die Nachfrage ist, so gut die Strukturen sind, ist es so, dass die Inventare immer noch nicht in der Qualität und dem Umfang vorhanden sind, wie wir das gerne hätten. Es gibt dieses Lippenbekenntnis in dieser Branche, wir wollen alle programmatisch umsetzen, wir wollen alle unsere Inventare programmatisch öffnen, das ist vielfach nicht gewährleistet. Manche reden ganz offen darüber und sagen, bestimmte Inventare geben sie nicht in das programmatische Geschäft, bestimmte Produkte geben sie nicht in das programmatische Geschäft, andere machen es über den Tech-Stack, indem sie einfach Programmatic nicht gleichwertig behandeln, in der Priorität, wie Inventar ausgesteuert wird. Und das führt dazu, dass natürlich ein Kunde, der programmatische Strategien hat, zusammen mit der Agentur gemeinsam erarbeitet, dann auch dann einfach da an Grenzen stößt, die eigentlich ja, politischer Natur sind, sage ich mal ganz offen, und dann ja eigentlich schade sind, weil wir weiter sind, weil wir inhaltlich weiter sind, weil wir damit Ziele erreichen können. Und das ist so, was wir so derzeit wahrnehmen. Okay, das heißt, wenn man mit den Vermarktern spricht, hat man schon die Wahrnehmung, die würden 100% einfach komplett überein stellen und alles ist komplett transparent und verfügbar. Das ist noch nicht so. Nee, das ist unterschiedlich. Also manche sagen ganz offen, dass sie Produkte haben, die sie nicht ins programmatische Geschäft geben. Die spielen das ganz transparent. An anderer Stelle ist es so, dass sie zwar die Inventare anschließen, aber es nicht gleichwertig priorisieren. Das heißt, I.O.-Kampagnen, Kampagnen mit Zielvolumen, das sind I.O.-Kampagnen, werden leichter ausgeliefert. Und wieder andere scheitern dann auch ein Stück weit am Tech-Stack, sage ich mal. Programmatic ist kompliziert für alle Seiten. Man muss die Technologie verstehen, man muss seinen Tech-Stack so bauen, dass er arbeitet, dass er die eigenen Ziele erreicht, sowohl im Einkauf als auch in Inventarsteuerung, im Verkauf. Das erfordert Hausaufgaben und die hat noch nicht jeder gleichermaßen erledigt. Okay. Danuta, wie habt ihr die letzten 3-4 Monate und den Markt erlebt?
turbulent. Die Themen, die uns in der Tektomedia beschäftigen, ist das durchgelauchte Wort Transparenz, was wir in der Kundenbetreuung extrem merken. Und du meintest auch das Stichwort I.O. und Programmatik. Wir fahren auch zweigleisig. Programmatik ist eher ein vernachlässigender Teil, obwohl das hier konträr zum restlichen Runde steht, weil du im Performance-Display-Marketing KPIs schaffen muss, die ich im Programmatik so nicht erreiche. Und hinzu kommt, dass ich in der Transparenz Frage bin, wo ich dem Kunden nicht offenlegen kann, was ich eigentlich wie genau buche. Und insofern ist bei uns auch das I.O.-Geschäft, was auch preislich bedingt ist im Performance-Marketing, wo ich oft günstiger einkaufe als zum Beispiel im Programmatik. Also Transparenz und den Ansatz, den wir auch fahren, In-Housing zu begleiten, wo wir auch oft die Kunden zuerst in Programmatik sich austoben lassen und dann ganz oft feststellen, dass es eher gut ist im Branding-Bereich, das steht außer Frage, im Performance-Display ist es dann eher nur dann doch das Retargeting, wo es funktionieren könnte. Okay, jetzt ist das Branding programmatisch abzubilden nicht ganz so schwierig. Tatsächlich, wenn man die programmatischen Anbieter sich anhört und auch die Dienstleister sich anhört, dann sollte eigentlich gerade im Performance-Bereich ja eigentlich mit programmatisch viel mehr drin sein. Man hat viel mehr Möglichkeiten als mit einer I.O.-Buchung, die von A nach B geschickt wird und wird dann so ausgeliefert. Woran liegt es denn, dass tatsächlich da die KPIs nicht erreicht werden können? Also das ist ganz klar auch ein technisches Verständnis, ja, und es ist schwierig, glaube ich, dass man sofort mit Programmatic Display Marketing oder Performance Display Marketing einkaufen kann, weil ich ganz oft feststelle, dass auch bei Kunden diese Logik des Displays, ja, eine Bannerwerbung zu schalten, auch mit Targeting, oft nicht umsetzbar ist, beziehungsweise eine Herausforderung ist, ja, und das ist so die größte Hürde. Okay. Wie hat sich das bei euch dargestellt in den letzten Monaten? Na, ich würde mal sagen, 90% unseres Marktes beherrscht Programmatic nicht. Und jetzt wird es noch komplexer. Weil das, was man so in den letzten Monaten sieht, wir haben eine zunehmende Diskussion über First-Price-Auctions, wenn es um die Auktionen geht, wenn man überhaupt noch von Auktionen sprechen kann. Und das macht das Ganze deutlich komplexer. Also wir haben ja in der eMetric zwei sehr unterschiedliche Kampagnenarten, aber der Großteil ist immer noch Performance-gebunden und da sind First-Price-Auctions schwierig. Grundsätzlich muss man aber sagen, das ganze Thema ist insgesamt sehr, sehr komplex zu beherrschen, weil es wirkt erstmal so schön einfach, ein paar Dinge in der DSP zu konfigurieren und dann kauft da irgendein System ein. Die Realität dahinter sieht aber sehr viel komplexer aus und das muss ich verstehen und das führt auch häufig, glaube ich, zu Frust, weil die Kosten hoch sind und die Effizienz sich dann aber in dem Maß nicht einstellt. Und ich glaube, wir werden eine Diskussion sehen oder eine Veränderung in diesem Jahr sehr stark in dem Bereich, bei der Programmatic sich auch eine Identifikationsfrage stellen muss. Was bin ich eigentlich? Bin ich tatsächlich noch Auktion? Ich weiß, der Begriff Programmatic steht natürlich nicht nur für das Thema. Oder bin ich mehr ein Automatisierungstool? Und wenn ich mehr ein Automatisierungstool bin, dann muss ich auch eine Preisfrage stellen. Weil warum sind dann noch DSP-Fees, die prozentual auf dem TKP aufsetzen, der da am Ende des Tages abgerechnet wird, warum sind die noch realistisch? Das sind sie dann nämlich irgendwann nicht mehr, weil ich mit abnehmendem Maße von wirklich open, datengestützt gebotenen Preisen mit einer Abnahme davon viel weniger in der Lage bin, über Programmatic Effizienzen zu hebeln. Und dann, warum zahle ich dann noch prozentual? Wenn ich jetzt von außen auf die Zahlen gucke, die der Markt so präsentiert, dann habe ich 52% programmatischen Anteil und gehe jetzt als Advertiser ran und bin ziemlich dämlich und habe keine Ahnung vom Markt, würde ich ja annehmen, 52% sind verfügbar, wenn ich mir jetzt eine DSP nehme, dann habe ich auf 52% des Inventars in irgendeiner Form Zugriff roundabout und könnte dann open einfach mal buchen. Wie würdest du denn sagen, ist aus deiner Sicht tatsächlich der Anteil am Markt verfügbarer freien Werbeplätze, die wirklich für jeden verfügbar sind und nicht in einem Private Deal dann nur 1:1 gehen? Das kann man nicht allgemein beantworten. Also ich habe mich vorletzte Woche mit einem großen Vermarkter zusammengesetzt, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten und wir haben mal anonymisiert gezeigt, wie die Winrates aussehen und wie viel Inventar wir bei drei unterschiedlichen Vermarktern generieren. Und da siehst du dann relativ schnell, bei dem einen haben wir eine Winrate von 0,12% und bei dem anderen zwischen 8 und 10. Und das ist ein Thema, das Handling und das Setup von Programmatic bei den einzelnen Vermarktern ist so unterschiedlich, dass ich wirklich in der Lage sein muss, das zu steuern. Und das kann auch nicht der technische Anbieter, der DSP, für mich alleine leisten. Ich muss das auch selbst verstehen. Und Programmatic ist alles andere als reine Automatisierung. Wenn ich nicht spreche, diese 8-10%,
sind das Ergebnis einer sehr guten Zusammenarbeit. Und die gute Zusammenarbeit heißt nicht, dass wir irgendwie eine Bevorzugung dort bekommen, sondern weil wir gemeinsam da geschaut haben, wir realisieren bei diesen über 8% einen TKP, der liegt deutlich über 4 Euro. Das ist eine, also in dem Kontext, jetzt ja mal ein bisschen relativ, was für ein Inventar dahinter steckt, das ist ein sehr, sehr guter Preis dafür. Und insofern, Programmatic ersetzt nicht Automatisierung, aber um auf deine eigene Frage zurückzukommen, es ist nicht pro Vermarkter zu beantworten, also musst du pro Vermarkter beantworten, der Open-Anteil nimmt gravierend ab. Leider. Ja, also es nicht nur stagniert nicht nur, sondern nimmt tatsächlich ab, ist deine Erfahrung. Ja, deutlich im Moment. Okay. Alexander, wie hat es sich bei euch dargestellt die letzten Wochen, Monate? Also ich denke, Komplexität ist sicherlich ein ganz entscheidendes Thema. Da haben wir jetzt schon einige Ideen zugehört und ich denke, dass man auch als Publisher oder als Publisher-Allianz in unserem Fall ganz gewiss dort mit einigen technischen Hürden zu kämpfen hatte. Und ich denke, Programmatic ist vor allen Dingen deswegen für Publisher interessant, weil es zumindest das Versprechen gibt im Bereich Display, Video und Native Lösungen zur Verfügung zu stellen, die langfristig halt auch eine optimale Monetarisierung des Inventars darstellen. Ob das dann technisch immer so klappt, ist letztlich natürlich eine ganz andere Frage. Wir haben uns viel um die Anbindung verschiedener DSPs gekümmert und verschiedener Bieter und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass man natürlich gerade im Native-Bereich und Videobereich auch viele Themen technisch noch nicht so ganz abschließend geklärt hat. Ich denke, dass das Thema für uns, wie geht man mit Daten um, die man als Publisher hat, wie kann man die in Deals durchreichen, wie kann man dort einen starken Auftritt auch bei den Bayern hinlegen, dass das definitiv ein ganz entscheidendes Thema ist und deswegen bin ich jetzt auch gerade dabei, mit einigen Publishern zusammen eine Allianz zu gründen, um genau dieses Thema anzugehen und um eben dort für die Buy-Side einen vereinfachten Zugang zum datengestützten Inventar herzustellen. Okay. Wie hat sich das bei euch auf Agenturseite dargestellt die letzten Wochen? Ja, ich finde das ganz interessant, weil du hast eben gerade den Begriff Monetarisierung genannt, deswegen, ohne dass ich jetzt die Publisher-Seite einnehmen möchte, aber es ist ja sehr natürlich, dass ein Publisher sein Inventar maximal monetarisieren will. Welchen Weg sucht er dafür? I.O., Programmatic, und er wird sich ganz genau angucken, wo generiert er den größten Yield. Ja. In der I.O.-Welt ist es relativ simpel, nehme ich mal das Beispiel, ich verkaufe 1 Million Impressions en bloc. Die sind verkauft. Fertig. In der programmatischen Welt verkaufe ich auf einer Einzelimpression-Basis. Das ist ja aus wirtschaftlicher Gesichtspunkten, was Aufwand angeht, Risiken, die ich eingehe, einfach eigentlich Wahnsinn, dass ich das tue. Ja, deswegen, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass Publisher sich genau überlegen, wo monetarisieren sie am besten ihre Inventare. Finde ich auch nicht verwerflich. Ja, das Interesse eines Kundens ist immer, möglichst effizient und wirksam seine Werbung einzukaufen, dass sie beim Konsumenten wirkt. Ja. Da entsteht naturgemäß ein Konflikt. Ja. Also nicht schlimm. Ich glaube, was viel wichtiger ist, das, was wir jetzt, und du hast so ein bisschen so, was passiert in einem Jahr, ja, wenn wir hier wieder sitzen. Der viel entscheidendere Punkt ist, ich glaube, dass sich das meiste irgendwie in Luft aufgelöst hat. Ja. Deswegen, wir beschäftigen uns sehr stark mit EU-Datenschutz, E-Privacy, was kommt. Ja. Das wird das meiste, von dem ihr gerade gesprochen habt, aus meiner Sicht sehr stark verändern. Ja. Das wird auch das Thema, hat das Potenzial, das Thema Programmatic erstmal auch auf ein anderes Level zu heben. Wir reden immer über die Risiken, die da entstehen. Ja, viele Dinge werden nicht mehr gehen. Eine der relevantesten Dinge im programmatischen Einkauf ist Frequency Capping. Das wird nicht ganz unmöglich, aber erhebliche Einschränkungen mit sich bringen. Ja. Warum habe ich im Performance-Bereich im Programmatic heute Schwierigkeiten? Ja? Warum ist das nicht so effizient, wie als wenn ich jetzt I.O.-Buchung mache? Zur Performance gehören vor allem zwei Dinge. Eine Intelligenz darüber, was machen die Leute, interagieren die, klicken die, konvertieren die. Dafür brauche ich möglichst viele Daten. Und das zweite ist das Thema Inventar. Wenn ich das beides habe, dann kann ich auch gut performante Kampagnen kreieren. Das wird sich mit den ganzen Retargetern, die über beides verfügen, mit Sicherheit signifikant ändern. Das heißt, vielleicht wird es einfacher für einen Advertiser im programmatischen Bereich, was Retargeting angeht, effizienter zu werden als das, was ein MIO macht, weil Retargeter werden de facto Datenintelligenz verlieren und sie werden auch Zugang zu Inventar verlieren. Ja. Deswegen, wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Datenschutz per se, weil es ein großes Kundenthema ist. Ich glaube grundsätzlich, wenn wir uns Programmatic mal unter dem Überbegriff Automatisierung ansehen, das ist nicht aufzuhalten und das wollen wir auch gar nicht aufhalten. Es schafft Effizienz,
es ist in anderen Gattungen drin. Wir haben schon Ende 2015, haben wir schon TV programmatisch angeschlossen. Ja. Dabei geht es aber noch nicht um Datenintelligenz, sondern dabei geht es vor allem um die Automatisierung von Prozessen. Das ist ein Effizienzgewinn für uns. Ja. Also Automatisierung ist ein großes Thema, Datenschutz ist ein großes Thema und wir werden weiter aus meiner Sicht eine Konsolidierung im Markt sehen. Ja. Also Sysmek kauft Rocket Fuel, Oracle kauft Mode, SAP XM verschwindet vom Markt, Blackwood 7 verschwindet vom Markt oder hat sich zu großen Teil zurückgezogen. Es wird eine weitere Konsolidierung sehen. Das ist eine klassische Bewegung, die wir da auch haben. Also insofern, das sind unsere drei großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Okay. Ich habe irgendwann auch vor 10 Jahren schon mal gesagt, dass alles, was automatisiert werden kann, auch automatisiert werden wird. Von daher glaube ich immer daran, dass irgendwann das meiste automatisch läuft. Bis der Roboter uns die Pizza bringt, flächendeckend, das wird vermutlich noch ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, dass wir ein paar Probleme ein bisschen zeitiger lösen tatsächlich. Jetzt bist du nicht ganz so tief in dem klassischen Display-Advertising aktuell drin. Wie hat sich die Lage denn für euch die letzten Wochen, Monate dargestellt? Ja, also wir kaufen ja hauptsächlich nur In-App-Inventar programmatisch ein und haben deswegen halt den Blick so ein bisschen Silo, was passiert da eigentlich. Aber es passt eigentlich auch ziemlich gut zu dem, was wir vorher besprochen haben. Was wir jetzt in den letzten paar Monaten gesehen haben, ist, dass jetzt auch die allerletzten, sag ich mal, sehr, sehr großen Netzwerke weltweit auch ihr Inventar programmatisch enablen, weil der Druck halt von den Publishern auch einfach größer wird, dass wirklich in Echtzeit einfach die beste Auktion den maximalen Preis liefern soll. Und der Druck ist halt da natürlich in der Vergangenheit einfach mehr und mehr geworden. Und das haben wir dann gesehen. Wir haben halt sehr viele dann klassische Netzwerke dann das integriert, die programmatisch dann einkaufen. Und das ist ja für uns halt eigentlich eine ziemlich gute Entwicklung als DSP, wenn man halt davon ausgeht, okay, der gesamte Supply wird halt irgendwann mal verfügbar sein. Ja, man kann immer noch Private Deals machen oder so, aber erstmal von der Effizienz her und dass du halt irgendwie ein Produkt auf DSP, also auf Buy-Seite aufbaust, was halt dann irgendwie weltweit gut funktionieren kann, das ist halt eigentlich das, wo es ja am Ende dann hingehen soll. Es ist halt auch dann die Komplexität, wie kriegst du denn irgendwie Performance hin, was ist das Beste für einen Advertiser, das ist genau das Wissen, was man halt dann in dem Umfeld aufbauen muss, aber so wie sich das alles entwickelt, sieht es halt eigentlich immer von Jahr zu Jahr besser aus. Wir haben halt natürlich auch ein paar Sachen, wo die Spielregeln sich ändern, wenn jetzt plötzlich wieder über First-Price-Auction gesprochen wird. Einige machen es einfach, ohne das dann zu sagen. Also wir haben es im App-Bereich, im Mobile-Bereich sehr stark auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass die Supply-Partner gesagt haben, ja, Second-Price-Auction, aber dann haben die First-Price-Auction gemacht und dann einfach so gehofft, dass sie dann halt kurzfristig mehr Yield bekommen haben. Ja, hat natürlich immer so einen Algorithmuskampf geführt. Ich weiß nicht, wie es da im Online-Bereich da war, aber im App-Bereich ist halt alles immer so ein bisschen Wilder Westen gewesen. Nee, aber sonst entwickelt sich das gut. Viele Creative-Formate ist eigentlich auch so das Hauptfokus, was im App-Bereich da ist. Wir arbeiten ja sehr viel mit Video, wahrscheinlich so auch im Performance-Bereich mehr als vielleicht im Online-Bereich. Ja, Videos groß, Rewarded Video, viele der Themen, ja. Okay. Dann ist ein Thema natürlich, dass das alle umtreibt, auch in den letzten Wochen umgetrieben hat, das Thema Datenskandale, Facebook und Co. Ich bringe jetzt keinen in die Bedulie, sich über Facebook zu äußern, das kann ich gerne für uns alle übernehmen. Es wird ja seit Jahren von Facebook in Brüssel das Bild gezeichnet mit viel Geld, da werden 2-stellige Millionenbeträge im Jahr investiert, um da Lobbyarbeit zu leisten, dass der Opt-in oder der Login oder beides der Idealfall ist, nur dann ist der User besonders gut geschützt und dann hat er zugestimmt, man darf mit den Daten alles machen. Jetzt dennoch, trotz des Opt-ins aller Nutzer hat Facebook es geschafft, dann fast 100 Millionen Nutzerprofile dann doch irgendwie abhandengekommen zu sein, die zufällig nochmal verkauft worden und dann woanders gelandet sind, was vermutlich nicht ein Einzelfall ist, sondern des Häufigeren ist, weil am Ende ist es das Geschäftsfeld, Daten zu verkaufen, von daher ist das ganz normaler Umgang. Die Frage ist, ist der Opt-in, der Consent des Nutzers, der jetzt durch drauf getrieben wird, tatsächlich die Lösung für Datenschutz auf Nutzerseite? Also ich würde mal ein Beispiel, also du hast gerade Facebook genannt, vielleicht ein anderes, Grindr, ja, alle haben Opt-in, dann werden dann Daten geleakt irgendwie über Krankheiten, ja, oder jetzt wie bei Cambridge Analytica über politische Ansichten etc. Die User haben alle ein Opt-in gegeben, ja, komplett. Die haben den Datenschutzbestimmungen 1:1 zugestimmt, ja, trotzdem passiert das. Das schützt es nicht, ja. Was aber ganz wichtig ist,
jeder, der Daten erhebt oder verarbeitet, ist dafür verantwortlich, dass diese auch ausreichend geschützt sind. Ja, und am Ende des Tages ist es, deren ganzen Geschäftsmodelle basieren natürlich in der Grundlage auf Daten. Entweder haben sie entsprechende Abo-Modelle darunter, dann ist es, der User stimmt mit seinen Füßen ab, ja, ob er das noch möchte oder nicht. Oder im Fall wie von Facebook liegt es natürlich auch an dem, wie sie die Daten monetarisieren. Ja, liegt es also an den Advertisern zu entscheiden, ist das noch etwas, mit dem ich konform gehe oder nicht. Aber ich glaube, eines ist ganz wichtig, das wird nicht weggehen. Facebook geht nicht weg. Ja. Delete Facebook ist eine nette Idee. Ja. Wenn man sich mal anguckt, in Europa, 37% aller Europäer sind jeden Tag auf Facebook. Jeden Tag, 37%. In Amerika sind es über 50. Jeder zweite US-Amerikaner ist jeden Tag auf Facebook. Die deleten nicht einfach ihre App. Das ist so tief integriert in den Alltag. Das ist einfach Unsinn, dass man da irgendwie davon ausgeht, dass jetzt da große Veränderungen stattfinden werden, weil auch das gesamte Monetarisierungsmodell auf der Monetarisierung von Daten basiert. Was der Punkt ist, wenn ich wirklich da eine Änderung herbeiführen will, dann treffe ich sie entweder über regulatorische Eingriffe, das wird mit Sicherheit passieren, und das Zweite ist natürlich, was ist mit Adspends? Ja, was ist denn das Öl in der Maschine? Das ist das Geld der Werbetreibenden. So, und wenn dort entsprechend, wenn die sicherstellen, und das gilt auch für Facebook, sie haben ja entsprechende Vorkehrungen mittlerweile getroffen, vielleicht zu spät, ja, so ein Leak ist nicht gut und ist nicht akzeptabel, das müssen sie garantieren. Wenn sie das nicht tun, dann wird das auch Konsequenzen haben hinsichtlich Adspends. Ich würde gerne etwas ergänzen, denn meiner Meinung nach geht es weit über den eigentlichen technischen Schutz von Daten hinaus. Wir haben jetzt nicht den Fall von Facebook gehabt, zumindest ich kann ihn inhaltlich nicht beurteilen, nach allem, was man hier nimmt, was wir hier gerade im Film gesehen haben, ganz zu Beginn, dass da Daten gehackt wurden in irgendeiner Form. Es geht ja viel mehr um die verantwortungsvolle Verwendung von Daten. Was möchte eine Branche, was möchte der Nutzer? Und ein Opt-in ist da nicht direkt die erste Lösung. Also der Opt-in führt zu Rechtssicherheit. Da können wir ganz ehrlich sein, zwischen dem, der diesen Opt-in geleistet hat, und demjenigen, der die Daten später verwendet. Wenn allerdings sich dann herausstellt, dass die Art der Verwendung zwar noch rechtlich gesichert ist, aber es doch in irgendeiner Weise zu Rektanzen führt, dann haben wir da nicht gewonnen dadurch. Insofern ist auch die DSGVO eine große Chance für uns, weil es uns dazu führt, transparenter und dokumentierter mit Daten zu arbeiten. Und das ist eine große Chance für uns, weil wir uns nochmal genauer hinsetzen, das tun wir alle gerade, dokumentieren, was tun wir da exakt, sprechen mit unseren Kunden darüber, wie die Daten verwendet werden, und da ist eine Sensibilität da. Und dann im nächsten Schritt müssen wir uns als Branche einfach die Frage auch stellen, wie wollen wir künftig agieren, wie gehen wir mit Daten um, was muten wir auch unseren Nutzer zu, in welcher Form, was können wir erklären und womit können wir auch rausgehen als Repräsentanten dieser Gesellschaft, Leuten gegenüber, die nicht zur Branche gehören, zu erklären, was wir da tun. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Insofern, ich glaube, das kann auch der Opt-in nicht lösen. Denn wenn der Opt-in leichtfertig gewährt wurde und dann im Prinzip ganz viele Daten da hochgeschoben wurden, die Leute einfach nicht sensibel umgehen mit ihren persönlichen Daten und diese dann zwar rechtlich sauber und juristisch sauber verwendet werden, aber es hinterher dann im Prinzip zur Diskussion kommt, ist uns als Branche damit nicht geholfen. Denn durften wir das vielleicht tun, aber wir werden trotzdem im Prinzip die bösen Shitstorms ernten. Das heißt, wir müssen darüber hinaus einfach uns grundsätzlich die Frage stellen, wie wir mit Daten umgehen. Und ich glaube, das tun wir. Und da ist auch sowas wie die DSGVO eine sehr, sehr gute Chance. Insofern mein Fazit daraus, es geht nicht nur um den Opt-in, es geht nur darum, was wir juristisch dürfen. Ich glaube, da sind wir alle gut aufgestellt. Wir haben in Deutschland den mit den härtesten Datenschutz in Europa. Ich glaube, wir haben ihn sogar. Wir setzen das jetzt alles um. Da sehe ich nicht die großen Probleme. Das wird uns aber so Fälle wie den aktuellen Fall nicht vom Hals halten. Es geht darüber hinaus. Ich denke aber, wenn ich da noch ergänzen könnte, dass die DSGVO natürlich auch zum ersten Mal eine gewisse Auslandswirkung hat. Das heißt, in anderen Worten, auch sich ausländische Anbieter daran halten müssen, wird es natürlich auch für den deutschen Wettbewerb sicherlich interessant werden. Und ich denke, dass wir damit auch zum ersten Mal so jemanden wie Facebook dazu bringen können, so etwas nicht nochmal vorkommen zu lassen. Ich denke, wenn sie sich an die geltenden deutschen Normen gehalten hätten, wäre sowas nicht passiert. Aber gut, das ist natürlich immer schwierig, Facebook zu erklären. Aber würde ich dir mal direkt komplett widersprechen. Ja? Ja. GDPR, DSGVO nutzt original zwei großen Unternehmen, ja? Google und Facebook. Die haben nämlich den Opt-in. Ja? Die haben entsprechend die täglichen Nutzer, die haben den permanenten Datenfluss.
alle große Teile der gesamten Third-Party-Data-Industrie werden komplett weggefegt von GDPR. Anbieter ziehen sich zurück, auch aus anderen Gründen, aber guckt ihr jetzt Drawbridge an, ja, Cross-Device, großes Thema, sehr wichtig eigentlich auch für Advertising, teilweise auch sinnvoll, wenn richtig eingesetzt. Die verschwinden aus dem europäischen Markt, die ziehen sich zurück. Ich will jetzt nicht so schwarz malen, dass ich sagen würde, Europa wird irgendwie ins digitale Steinzeitalter zurückversetzt. Ja? Aber was hat sowas zur Folge? Wir werden die Leute, die über ein Opt-in verfügen, die Unternehmen, die ein Opt-in haben, ja? Google, Facebook, es gibt auch noch deutsche Unternehmen, die dabei sind, mit Daniel wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, ja? Die gewinnen. Die Kleinen werden verschwinden, weil sie nicht über die First-Party-Daten verfügen und kein Angebot an Konsumenten haben, wo sie entsprechend auch Daten sammeln dürfen. Ja, also wenn du dir den europäischen Markt anguckst, wirtschaftlich, im Wirtschaftsraum Europa, ist das aus meiner Sicht ein absoluter Rückschritt, auch im Hinblick auf Talente, Entwicklung, Digitalisierung. Das sind alles Themen, die machen die Sache deutlich schwieriger. Unabhängig davon, dass ein sauberer Datenschutz, ein sauberer Umgang und Transparenz über das, was passiert mit meinen Daten, Hygienefaktor ist, das ist Grundvoraussetzung, es ist gut, dass wir das machen. Nur die Konsequenzen und die Art und Weise, wie wir es auslegen und wie das umgesetzt, möglicherweise umgesetzt wird, sind aus meiner Sicht katastrophal für große Teile der gesamten Digitalindustrie. Ja, und das betrifft nicht nur Advertising, das betrifft alle Services, die auf Daten basieren. Und da mache ich, also ne, da müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Ja. Das ist ganz klar ein Riesengeschäftsmodell. Ja. Mal auch nochmal zu Facebook. Überlegt euch mal, der Datenskandal, das hat zwischen, je nachdem Tagesverlauf, zwischen 80 bis 100 Milliarden an Marktkapitalisierung, an Börsenwert gekostet. Das ist die Größe von VW. Ja, das ist die Marktkapitalisierung von VW. Die haben die mal in einem Monat verbrannt durch ein Data Leak. Ja, oder 2,5-mal Tesla, je nachdem, was man präferiert. Ja. Das ist immense Kohle, die da rausgeht. Und das ist ein großes Risiko für unsere Wirtschaft, was da passiert. Insofern, ich würde dir widersprechen, dass es für uns eine gute Möglichkeit ist, ja, und dass wir neue Chancen haben, ja, die entstehen. In Summe ist es aber so, davon partizipieren große Unternehmen, die über ein User-Opt-in haben, große Plattformen, die noch stärker werden. Und ich glaube, das hat man sich nicht so richtig gut überlegt in Brüssel, was man damit auslöst. Und ich denke, dass auf jeden Fall E-Privacy ein Thema ist, wo keiner genau weiß, wo es am Ende letztlich landen wird. Und ich denke, darüber redest du ja prinzipiell, dass das noch völlig unklar ist, wie weit das gehen wird und welche Branchen davon wie fern betroffen sein werden. Das ist vollkommen klar. Aber ich denke, dass deutsche Publisher und deutsche Anbieter, die sich jetzt schon an die geltenden Normen halten, keine großen Schwierigkeiten haben werden, jetzt GDPR einzuführen bei sich, beziehungsweise da gut vorbereitet sind oder mehr oder weniger vorbereitet sind. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es auch eine Chance bietet. Was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass ohne irgendwelche Regulierung halt solche Anbieter wie Facebook und Google eben den Markt komplett für sich beherrschen werden und auch keinerlei Möglichkeiten haben werden, dann im europäischen Markt jemals reguliert zu werden. Klar, die gehen jetzt natürlich dagegen vor und sagen, okay, gilt das überhaupt für uns? Sind wir überhaupt davon betroffen? Ist das etwas, was überhaupt auf uns ausgestreckt werden kann? Und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass der User letztlich eine Zustimmung gibt in das, was mit seinen Daten geschieht. Man muss aber auch festhalten, dass vieles immer noch Betrüger auf den Plan rufen wird, beziehungsweise da lassen wir. Denn das, was bei Facebook passiert ist, ist ja eigentlich nichts, wo Facebook offiziell und zugestimmt hat, dass das mit diesen Daten passiert. Vor einem Jahr war auf jeder Konferenz Cambridge Analytica. Jeder hat die gefeiert und das war eine ganz coole Geschichte. Und ich habe da immer gesagt, woher haben die Daten? Das kann gar nicht sein. Im regulären Betrieb gibt Facebook die so nicht raus in der Form. Das muss entweder, also was auch immer, also hilft gar nichts, darum zu fabulieren. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt kommt. Also das ist eine Frage. Tatsächlich. Warum kommt also ich habe mich schon vor einem Jahr gefragt, als wir auf der Bühne waren, genau. Woher haben sie die Daten? Aber genau. Es hat keiner hinterfragt. Ja. Das ist ein Quiz gewesen. Aber wie man an diese Menge rankommt und welche Menge es so konkret ist, hat man natürlich nicht erfahren. So, jetzt müssen wir uns ja mal das Timing angucken. Also ich spiele jetzt mal ein bisschen Verschwörungstheoretiker. Ich spiele mal Verschwörungstheoretiker und nehme das, was Christian gesagt hat, auf. Facebook und Google sind die größten Gewinner der GDPR, wobei GDPR ist ja gar nicht so unser größtes Problem, die IPVO ist unser größtes Thema. Kurz vor Inkrafttreten der GDPR haue ich eigentlich nochmal richtig in die Grütze,
damit das Thema auch wirklich so durchgeht, damit ich meinen Vorteil dann auch wirklich ausschlachten kann und in Brüssel nicht jemand auch auf die Idee kommt, dass es vielleicht doch eher ein Gesetz ist, das Google und Facebook hilft, als dass es dem User hilft. Und da ist, also ich verstehe das Timing nicht. Das hätte vor einem Jahr jeder sehen müssen und jeder, der es sehen wollte, hätte nur mal genau hingucken müssen. Und jetzt ist es ein Bärendienst. Es kann doch kein Politiker mehr ernsthaft hingehen und sagen, wir müssen die europäische Wirtschaft schützen und, und. Das ist nahezu zunichte gemacht. Ja. Ich kann mich damit nur unbeliebt machen. Es gibt keinen Blumentopf. Das stimmt, damit kann man nichts mehr gewinnen aktuell. Ich teile deine Position, genau auch deine, Christian. Das ist genau die richtige Beschreibung dessen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir uns dahinter zurückziehen. Die Situation ist, wie sie ist, und diese Situation ist, wie sie ist, auch deshalb, weil wir es auf diesem Kontinent über lange Jahre versäumt haben, ausreichend in digitale Infrastruktur zu investieren, vielleicht in einen europäischen Browser und. Da sind ja ganz viele Themen liegen geblieben. Die Situation ist, wie sie ist, auch die Situation in Brüssel ist, wie sie ist. Und ich empfinde das auch ein Stück weit als Weckruf an uns als Branche zu schauen, was sind die Lösungen daraus. Also ich meine, wir gelten international als Ingenieursindustrie. Ich glaube da mal dran. Ich glaube auch noch ganz naiv fest daran, dass wir in dieser Branche auch noch Dinge zum Guten entwickeln können. Denn wir haben natürlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Natürlich, ich habe jetzt auch eine gewisse Nähe zu Verlagshäusern, das weiß ja der eine oder andere. Wir haben dann in Deutschland nicht die Größe, den Google und Facebook hat. Aber wir haben auch die aktuelle Situation zeigt natürlich einen gewissen Vertrauensvorsprung. Wir haben gute Ideen, wir haben Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, wir haben den direkten Kontakt zueinander, Publisher, Advertiser, Agenturen hier vor Ort. Ich denke, da steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, die richtigen Ansätze zu finden, datenschutzkonform, Nutzer akzeptiert durch den Nutzer und trotzdem kreativ zu arbeiten. Und wir sind sehr dicht dran an diesen Themen. Und es gibt auch die unterschiedlichen technologischen Ansätze. Programmatic Advertising alleine geht nicht ohne Kenntnisse des Marktes, ohne das Media-Know-how. Selbst Search-Kampagne, Native Advertising funktioniert nicht ohne gute Sprachkenntnisse, ohne Marktkenntnisse. Da ist unglaublich viel Potenzial darin. Insofern wäre es mir eigentlich ein Anliegen, die Potenziale zu erkennen, die wir gerade haben und die sich auch aus diesen Möglichkeiten ergeben. Wenn E-Privacy kommen sollte, was hier immer noch im Raum steht, wo, glaube ich, auch hier und da manchmal Dinge vermischt werden, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema. Aber DSGVO als solches ist, wie es ist. Wir wissen, wem es nutzt. Es wurde auch über die letzten Jahre viel darüber gesprochen, wie es zustande gekommen ist. Aber es ist da und ich glaube, wir haben immer noch gute Möglichkeiten zu arbeiten. Also was für mich ja wichtig ist, der Umgang, dass alle dann gleich behandelt werden, tatsächlich, wenn mit den Daten was passiert und Unglück geschieht, das sehe ich nach wie vor nicht. Also laufen mir Daten sehen nur das neue Öl, laufen mir 2 Milliarden Barrel ins Mittelmeer, dann habe ich 100 Milliarden Schaden, ich muss eine Menge Leute, es ist ein riesen Presseskandal, es ist alles, ich muss mich entschuldigen und ich muss das machen, ich muss Strafen zahlen und ähnliches. Und wenn ich 100 Millionen Nutzerdaten verliere, setze ich mich hin und sage, I'm sorry. Und dann ist das Thema vom Tisch, man kriegt von der EU noch einen bösen Brief, dass man es nicht machen sollte. Ich finde, da sollte der Umgang dann aber für alle auch gleich sein, egal wo sie ihren Sitz haben. Ich bin jetzt aber trotzdem einfach mal Zweckoptimist. Ich glaube, wir werden alle überleben und wir werden alle einen sinnvollen Weg in dieser Situation finden. Weil hier unten sagt mir diese große Uhr die ganze Zeit, wir haben noch 11 Minuten 25. Das Thema Datenschutz ist so monsterkomplex. Wir wissen alle nicht ganz genau, wo es mit der E-Privacy-Verordnung hingeht. Ich glaube, es hilft nichts. Also wir müssen uns alle drum kümmern, aber wir müssen auch nach vorne gucken. Und ich glaube, es gibt auch viele Chancen, die noch nach außen existieren. Und im Programmatic gibt es noch unheimlich viel Lernbedarf. Vorhin auch in der Diskussion zwischen Erik Siebmann und der Maike Abel von Nestlé kam immer wieder deutlich raus, KPIs. Also wie kann der Advertiser auch im Programmatic-Bereich tatsächlich messen, ob das, was er getan hat, Erfolg hat? Im Performance-Bereich alles ganz einfach. Aber wie kommen wir eigentlich dahin, Erfolgsmessungen richtig hinzubekommen? Das ist ein Thema, wo wir machen für die Telekom ja neben vielen anderen Dingen, die wir tun, sind wir deren sogenannte Private DMP. Und wir sind immer stärker dabei, Messsonden zu installieren, um rauszufinden, wie wirkt Werbung und das in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also ich glaube, trotz aller Sorgen um Datenschutz, und die sollen wir uns auch machen, das will ich gar nicht vom Tisch wischen, fände ich schön, wenn wir die letzten 10 Minuten noch benutzen würden, auch wieder nach vorne zu gucken. Vielen Dank. Also ich glaube, die Uhr läuft auch viel zu schnell, ehrlich gesagt. Das kann nicht ganz stimmen. Aber das Gute ist, wenn man schon eine Weile dabei ist, hat man auch gelernt, die Welt ist schon öfter untergegangen und es haben dann doch die meisten überlebt und es ist weitergegangen. Ja, wir sind vor 9 Jahren mit Retargeting angefangen und damals hat der Aufsichtsrat immer gesagt, wollt ihr das wirklich machen? Was ist denn mit Datenschutz? Und da gab es die Diskussion. Da habe ich immer gesagt, wenn wir jetzt deshalb den Kopf in den Sand stecken und nicht mehr nach vorne gucken, dann werden wir Sicherheit haben zu einem Zeitpunkt, wo der Markt lange weg ist. Wir hätten sie heute noch nicht. 9 Jahre später nicht. Ja. Und insofern glaube ich, wir müssen weitermachen, was nicht heißt zu ignorieren.
Ich glaube tatsächlich, wenn wir das Transparenz-Thema lösen können und das was auch einfacher machen für die Advertiser und Agenturen, dann kann man da auch deutlich weiter nach vorne blicken. Und Transparenz ist für mich ein Stichwort und das andere ist tatsächlich Offenheit. Ich glaube, da haben wir eine große Chance. Es gibt jetzt einige, gerade auch in unserem Markt, die zucken so ein bisschen und denken sich, da gibt es ein paar Wallet Gardens aus Übersee, die machen uns gerade das Leben schwer und die führen zu diesem Problem. Und jetzt zuckt man und sagt, wir bauen jetzt eigene Wallet Gardens und machen jetzt dicht. Und ich glaube, das ist genau der falsche Ansatz. Genauso wichtig wie Transparenz ist das Thema Offenheit und dass wir in diesem Markt offen, fair, transparent miteinander agieren und die Möglichkeit geben, einfach, um jetzt wieder zu den Dreikon zu kommen, datengestützt, programmatisch, intelligent zu arbeiten, ohne Schranken aus der alten Welt. Denn worum geht es denn? Es geht um userzentrierte Nutzeransprachen. Es geht darum, Nutzer zu verstehen, klassisches Media-Know-how zu nehmen, was wir jeden Tag machen, wo wir eine große Abteilung für haben, das in die digitale Welt zu übersetzen, Datensegmente zu modellieren, Targetings zu modellieren mit den Daten, die auf dem Markt verfügbar sind und dann auf Premium-Inventaren, auf Inventaren Premium in Abgrenzung auch zum Longtail, also auf hochwertigen, redaktionellen und sonstigen inhaltlich wertvollen Inhalten zu platzieren. Und darum geht es. Und es gibt Bestrebungen im Markt, das zu kappen, weil man Angst hat vor den Großen aus Übersee. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir sollten selbstbewusst sein und sagen, wir haben gutes Zielgruppenverständnis, wir können modellieren mit Daten, können das datenschutzrechtlich konform tun und können das dann auf den richtigen Umfeldern platzieren. Und das tun wir jeden Tag als Agentur und das wollen wir für unsere Kunden noch viel, viel mehr tun. Und ich habe Sorge, dass wir das einschränken, uns einschränken lassen. Wir gucken eh immer zu viel nach Übersee und gucken, was von da kommt und wie wir es dann auch machen können. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen deutlich besser sind, ne, dass das Selbstvertrauen da sein muss. Wie können wir es denn schaffen, dass tatsächlich nicht sich neue kleine Wallets gerade bilden, sondern wir für mehr Transparenz und Miteinander sorgen in dem Markt? Wo liegt denn da die Verantwortung? Bei den Publishern, bei den Vermarktern, bei beiden? Bei allen. Also wir versuchen das ja mit eMetric. Wir haben ja vor knapp 3 Jahren das, was wir einen kollaborativen Datenpool nennen, ins Leben gerufen. Also sprich, eigentlich am Ende des Tages eine Data-Sharing-Initiative, wo wir so eine Art Treuhandfunktion übernehmen. Und das ist schwierig in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass Walled Gardens ist jetzt, denke ich mal, die advanced Version davon, aber tatsächlich auch noch ein Denken existiert, dass mein eigener Silo in der Lage ist, also mein eigener Silo an Daten, ausreichend groß und in der Lage ist, darauf basierend erfolgreich datengetriebene Werbung zu machen. Das funktioniert nicht. Und ich sehe leider immer noch viel zu viel Denken, das, ich sag mal, Ego gesteuert ist. Und das nicht wirklich kollaborativ und gemeinschaftlich ist. Das geht vom Dienstleister über den Abnehmer. Wir haben habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, auch als Deutsche ein Verständnis, dass Dienstleister Sklaven sind. Und das führt nicht zum besten Ergebnis. Das beste Ergebnis ist, wenn wir uns an den Tisch sitzen und Probleme auf den Tisch legen und sie offen diskutieren. Und das macht an Programmatic null halt. Ich habe es ja vorhin gesagt, da wo wir intensiv mit einer SSP, mit einem Vermarkter arbeiten, da haben wir Erfolg. Und das wird nicht weggehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sehe im Moment bei allen Initiativen, die da draußen gerade sich bilden und existieren, so viel, ich will nicht mit dir, dass mir das eher Sorgen macht. Und Google und Facebook sitzen wieder neben und lachen sich tot. Dass wir uns hier gegenseitig selbst abstechen, also um es mal ganz blöde auszudrücken. Also was vielleicht noch da ergänzend, was wir halt sehen im App-Markt, gerade weil das halt auch recht global ist und mit den Playern, wo wir zusammenarbeiten, was bei uns eigentlich ziemlich groß ist, und ich glaube, das sehen auch viele, entweder Advertiser oder auch Publisher am Ende nicht, wir setzen uns halt so häufig und so lange mit den Suppliern, also mit den SSPs zusammen, mit den Exchanges zusammen, aber auch mit den DMPs, was halt alles da ist, um wirklich genau halt zu optimieren, naja, warum entwickelt sich jetzt der Einkauf bei uns dann halt irgendwie so, wie ist diese technische Integration hier, wie können wir das für diesen Kunden dann machen, und das ist, glaube ich, etwas, was allgemein gerade halt mit dem, also was man eigentlich erwarten würde, ja, du hast halt programmatisch hast einen Standard, das wird halt dann technisch alles so gemacht und dann kann eigentlich jeder mit einem neuen DSP in den Markt kommen und das einfach implementieren. Aber ich glaube, und wir machen das jetzt ja auch schon irgendwie im programmatischen Bereich jetzt seit 7 Jahren App-only, dass es halt echt sonst, du kriegst den Markt nicht weiter, wenn du nicht jedes Quartal einen kompletten Tag dich mit dem Google-Team hinsetzt und dann genau schaust, okay, naja, wie sieht denn das bei euch aus, wie entwickelt sich die Roadmap und das halt mit allen anderen Partnern und dann halt auch immer mitnimmst von den Advertisern, ja, aber die brauchen dann dieses und es geht dann übers DSP dann zu dem SSP und das ist jetzt nicht irgendwie so eine
eine Initiative, die halt Programmatic Overall und die Leute sitzen sich dahin. Aber das ist sehr dynamisch, einfach von dem Setting, wo wir halt dann uns auch befinden als DSP, dass du versuchst, die Verbindung zu machen. Und meine Erfahrung ist, dass sich der Markt halt super rasant dann auch nach vorne bewegt. Also wie schnell wir neue Creatives dann einfach als Standard definieren können. Relativ komplexe Creatives, interaktive Arten und auch komplexere Bezahlmodelle. Das geht halt dann aber dann auch relativ schnell innerhalb von 3 Monaten, wenn jemand eine Idee hat und das kann halt den Markt ändern. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der große Vorteil im Programmatischen, dass es halt dann sehr aligned ist, sehr standardisiert ist, relativ schnell bei der Geschichte. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass programmatisch schon immer der richtige Weg ist, vom Gefühl her, gerade wenn man weiß, wie es vorher mal war. Also man muss Verzeihung, bitte. Also wenn ich zurückschaue, 9 Jahre schon, 9 Jahre damals mit Retargeting, das ist diese Seite, das ist die Entwicklung in der Tat extrem schnell, egal ob das Werbemittel, Video, Branding, TV, Integration und so weiter. Bin nicht auf dieser Seite, ich bin auf der Kundenseite und wenn ich schaue, was da alles auf dem Markt available ist und was dann tatsächlich von dem Kunden genutzt wird, ist da noch eine ganz große Spannbreite. Ja? Und da geht es nicht darum, dass die nicht aufgeklärt werden, ob da Facebook, Google, wie sie alle heißen, auch die Publisher, Telekom, auch eMetric, die da alle einen Auftrag haben. Ja? Wenn ich aber die KPI selbst als Kunde sehr schwer bestimmen kann oder immer noch mit einer Last-Click, First-Click, das sind Themen, das machen wir jetzt schon 15 Jahre. Und dann haben wir solche Geräte auf dem Markt, DSPs, wo ich angeblich so super dupi einkaufen kann. Und das ist bei uns immer die größte Herausforderung. Ja? Wenn die Kunden bei uns sind, sagen, ja, wir möchten alles, aber zu dem Preis bzw. zu dem CPO-Kur, wie die alle heißen, die Abrechnungsmodelle bzw. Bewertungsmodelle. Und wir dann fragen, und die Attribution? Ja, Attribution nicht, Last Click. Und jeder für sich. Das ist für uns in der Tektomedia die Herausforderung und das wird auch immer so sein. Auf der einen Seite technisch entwickeln wir uns wahnsinnig schnell, aber wir müssen die Frage geht genauso an den Kunden, beziehungsweise der Anspruch, dass der Kunde genauso, dass wir da auch nochmal schauen müssen, was Bewertung und so weiter, gerade im Display-Bereich. Ich denke, die Agilität wird auf beiden Seiten stattfinden müssen. Letztlich ist es so, dass das keine abgeschlossene Technik ist. Das ist keine Entwicklung, die jetzt beendet ist, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und der findet sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side statt. Ich hatte ja zu Beginn darüber gesprochen, dass wir bestimmte Herausforderungen meistern müssen und da sind noch viele offene Enden und da muss man noch vieles verknüpfen korrekt. Und ich denke, das sind auch die Schwierigkeiten, die du gerade beschrieben hattest. Letztlich ist es so, dass man nur mit einer gewissen technischen Agilität auch mit einem gewissen technischen Verständnis daran kommt. Aber klar, natürlich, wenn die Marken, wenn die Agenturen dort nicht dasselbe technische Know-how ranbringen und auch nicht die Tiefe mitbringen, dann wird es natürlich sehr schwierig, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, die diese Technologien bieten. Das betrifft nicht nur die Agenturen. Also ich sage zu Advertisern ganz häufig, fangt an, erstmal selbst zu verstehen und zu lernen. Ja. Sucht euch Leute, die in der Lage sind, das, was mit euren Kunden passiert und mit euren Kampagnen passiert, tatsächlich zu verstehen und analysieren zu können. Und dann könnt ihr euch mit der Tooltime beschäftigen und rausgehen und DMPs und DSPs und was auch immer selbst lizenzieren. Aber das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir machen das, und da bin ich ja eher auf der Advertiser-Seite, wenn es um die Telekom geht, die uns ja zu 100% inzwischen besitzt. Wir sprechen jetzt gerade ganz intensiv mit den Entertain-Kollegen darüber, wie wir die Set-Top-Boxen des Entertain-TVs mit unseren Cookies verknüpfen können. Das ist technisch gar kein Hexenwerk, ehrlich gesagt, um in erster Linie Cross-Channel oder Cross-Device, wenn man so will, beobachten zu können, wie tatsächlich Media wirkt. Wir sind seit letzter Woche, haben wir die ersten 9 Millionen verhashten E-Mail-Adressen für eine Cross-Device-Identifikation ongeboardet. Da tut sich eine Menge und ich glaube, ganz wichtig wird es sein, verstehen. Erstmal verstehen. Ein Tool alleine löst kein Problem. Nein. Also da stimme ich dir voll zu, mit einem Hammer alleine kann ich auch kein Haus bauen, da brauche ich dann deutlich mehr dann dazu. Ich glaube auch, dass wir mehr Leute brauchen, wir bilden selber inzwischen sehr viele Leute aus, weil der Markt einfach zu wenig Leute hergibt. Die Tools müssen bedient werden, alle Tools müssen in irgendeiner Form bedient werden und nur wenn man sie gut bedient, dann kann man auch tatsächlich seine KPIs erreichen. Ich glaube nach wie vor, dass die Uhr hier schneller läuft als im realen Leben, aber das werden wir nicht ändern können. Da jeder noch einmal die Chance, sich eine Sache zu wünschen, die, wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen, sich bis dahin geändert hat in dem Markt, die er sich erhofft oder die er selber ändern möchte. Dann darfst du jetzt anfangen, dann gehen wir einmal nach außen durch. Ja,
Also ein Wunsch ist eigentlich, dass sich sowas wie Header-Bidding eigentlich noch weiterentwickelt wird. Mehr Zugriff programmatisch auf alles Inventar, was da ist. Das ist gerade für die DSPs gut. Buy-Side-Fees weg ist auch gut. Das sind zu viele. Also da hast du schon den Bogen schon überspannt. Wenn du das beide schon bekommst, ich glaube, dann sind wir schon sehr glücklich. Okay. Christian? Ich wünsche mir, dass wir in der Tat nicht so das Negative auch sehen in der, mit dem, was da kommt, weil das kann ich ohnehin nicht ändern. Ja, das ist schon gegeben. Wir müssen da die Chancen für uns erkennen und wir müssen es klar und vor allem auch künftig frühzeitiger adressieren, weil das Thema ja auch schon seit über einem Jahr im Markt ist, was Datenschutz angeht, E-Privacy etc. Also Chancen erkennen, frühzeitig darauf reagieren. Wir haben einen großen Binnenmarkt, aber wir müssen aufpassen, dass wir die Welt um uns herum nicht vergessen, dass die insbesondere US-amerikanischen Konzerne hier keine durch uns selber geschaffenen, als EU selber geschaffenen Wettbewerbsvorteile bekommen. Ja, ja, danke. Alex? Ich wünsche mir vor allen Dingen einen transparenteren Markt. Wir brauchen ein gesundes Ökosystem und ich denke, dass es notwendig ist, dass alle Beteiligten ganz genau wissen, wo welches Geld hinfließt und wie man das Budget, was man hat, am effizientesten einsetzen kann. Ja. Ich bin da ganz untechnisch. Mehr Kooperation. Mehr an einen Tisch setzen, Probleme gemeinsam besprechen, die wir auch miteinander haben und gemeinsam lösen. Und ich glaube, damit können wir am allermeisten gewinnen. Ich glaube, da können wir 80% der Probleme schon mit lösen, mit der Kommunikation. Danuta? Ich wünsche mir für den Markt weniger Angst und mehr probieren. Ich wünsche mir vor allen Dingen mehr Know-how und Aufgeklärtheit. Auf der einen Seite Richtung Kunden. Unsere Kunden sind aufgeklärt, haben Know-how, aber dass es noch weiter geht, dass man im Prinzip in diesem gesamten, auf die ganzen Demand-Side, dass die Kunden sehr viel konkreter mit den Agenturen sprechen. Was sind ihre Ziele? Was sind ihre Zielgruppen? Dass man da tief in den Dialog eingehen kann, dass das weiter schreitet. Und das natürlich auch in die andere Richtung, dass man sehr aufgeklärt und offen und auch glaubwürdig belastbar mit der Supply-Side darüber sprechen kann. Wie sieht das Inventar aus? Wie kommen wir da ran? Sodass wir diese beiden Dinge zusammenbekommen. Perfekt. Dann vielen Dank an die Runde. Wir haben so ein paar Themen nur angerissen. Für mehr reicht leider die Zeit dann nicht, sonst würden wir hier noch eine Weile sitzen. Wir haben das Thema DSGVO, E-Privacy und Datenschutz schon angerissen. Da geht es jetzt dann mal richtig in die Tiefe. Da übergeben wir jetzt an Ralf und die Runde und da erwarten wir jetzt, dass wir in Richtung E-Privacy viel Spannendes zu sehen bekommen. Vielen Dank. Danke sehr.